sind in Wien und spielen erneut die Amazonasoper Tilt von Klaus Schädel. Ein Text von Roland Quitt. Hier ist Christian Kästen in der Rolle des Sir Walter Raleigh. Hier seht ihr so ein bisschen hinter die Bühne. Das Ganze findet statt im Museumsquartier in Wien. Regie hat immer noch Michael Scheidel. Hier sehen wir gerade noch links Heinz Friedel dirigieren. Und hier sieht man, wie wir in der Halle alles so aufgebaut haben, wie auch in München bei der Uraufführung und in Sao Paulo in Brasilien. Da steht Mafalda de Lemos in ihrer Rolle als mysteriöse Frau. Man sieht hier auch gleichzeitig ihre Videoprojektion. Jetzt sind wir gleich hinter der Bühne. Dort sieht man die Videomonitore. Da sehen wir immer, ob wir im Bild sind. Jeder von uns hat eine eigene Kamera. Und das Ganze wird dann immer projiziert nach einem synchronisierten System. Aber jetzt zu Philipp Kolb, dem Leiter von Piano Possible, Mitgründer und Mitleiter von Piano Possible, ein Interview. So, Philipp Kolb, erzähl mal, wie ist Piano Possible entstanden? Piano Possible ist entstanden vor knapp 20 Jahren aus dem Zusammenschluss von drei Komponisten und zwei Instrumentalisten, die neue Musik spielen wollten, damit experimentieren wollten, sehen wollten, was da passiert. Das war eigentlich erst eine lose Gruppe von Leuten, die gar nicht austreten wollten, sondern nur arbeiten wollten, experimentieren wollten. Was würden dir jetzt so an herausragenden Projekten einfallen, die ihr gemacht habt so in den letzten 20 Jahren, so eine lange Zeit? Abgesehen von unserer sehr guten Vorstellung gerade. Ich wollte gerade sagen, von Moritz Eggert. Ein sehr, sehr, sehr geiles Projekt sind natürlich unsere Romitelli-Projekte. Ja. Index of Methods. Und da wart ihr auch so ein bisschen Pionier, ne? Weil Romitelli war ja erstmal gar nicht so bekannt. War eine Zeit lang überhaupt nicht. Ja. Und jetzt ist es ja so ein bisschen en vogue, ne? Aber ich kann mich erinnern, dass zu Recht. Aber ich kann mich erinnern, dass ihr zu den ersten gehört habt, die das gespielt haben. Möglich. Also in München auf jeden Fall. Es gab von Paris schon die Dinge auch klar, aber als wir angefangen haben, da hat er wirklich so einen Romitelli-Punkt eingesetzt. Ja. Andere Projekte waren ja auch, die wir etwas szenisch gemacht haben. Also szenische Projekte ja. Halt auch. Ja. Wir haben ja unsere Spezialkinder, unsere Szene gespielt, die ja. Dort Rostock-Konzert oder die Leitungsmission zum Fußball spielen. Oder Unterwasserkonzert, wo wir das Publikum unter Wasser in die Schiffe ja. Gesenkt haben. Wo auch mal fast welche ertrunken sind. Du warst dabei. Ich war dabei. Ja. Ich meine, das ist schon beeindruckend, weil da steckt man ja wahnsinnig viel Zeit rein, viel persönliches Investment, denke ich mal. Ne? Also, du hast ja auch Familie. Eigentlich viele von euch haben Familien, ne? Eine ganze Menge. Also, ich meine, wir haben schon überlegt, ob wir die Proben zu Hause nicht einfach vielleicht mal brauchen. Und Hunde auch. Die Kinderbetreuung einstellen, dass wir uns jetzt selber proben können. Aber das ist ja eigentlich immer eine Arbeit, die man macht man so. Also, das ist ja, kann man ja nicht abrechnen, wie zum Beispiel jemand, der in der Dramaturgie von der Staatsoper arbeitet, der hat dann seinen Bürojob quasi, der kriegt sein Gehalt. Aber das ist ja immer ehrenamtliche Arbeit letztlich, ne? Selbst wenn Konzerte bezahlt sind. Ja, ich meine, wir versuchen schon irgendwie, unsere Arbeit irgendwie halbwegs zu zahlen. Und das ist natürlich Gelder, die wir aus dem Projekt rausziehen müssen. Ja. Es gibt ja, ich meine, du kennst es selber, ich meine, du willst auf dem Festival spielen und hast 20, 30, 40 Bewerbungen, telefonierst und einmal Platz. Ja. Und die anderen 39 Bewerbungen, die musst du ja erarbeiten, die kannst du gar nicht verrechnen. Ja. Wenn du das eine Projekt vielleicht noch verrechnen kannst, und die anderen 39, die gehen in die Luft. Und habt ihr dann auch mal sowas wie die Übungsleiterpauschale und so? Da gibt es ja dann immer so Spezialfachbegriffe für diese kleinen Honorare, die man für solche Organisationen irgendwie noch kriegen kann. Ne? Ich versuche eine gewisse Gerechtigkeit irgendwie zu erreichen bei den Leuten, irgendwie Portokasse oder dass man aus Projekten, wo man freie Gelder bekommt, irgendwie dann noch bezahlen kann, dass man halt irgendwie da, wo die Gelder gebunden sind, wo wir einfach keine anderen Tätigkeiten zahlen können, eben halt aus dem Projekt. Wo würdest du jetzt so mit all dem Herzblut, was ihr alle reingesteckt habt, die vielen Jahre, wo würdest du gern Piano Possible eigentlich sehen in der Zukunft, wenn diese Arbeit weitergeht? Ich würde Piano Possible eigentlich gerne da sehen, vor allen Dingen, dass die Stadt München sich dazu bekennt, eine Ensemble zu haben, was äußerst ausgegangen ist, dass Europa vielleicht mit der Ästhetik, mit der Energie und der Professionalität vielleicht 5, 6, 7 Mal gibt. Und das ist natürlich einfach begreifend. Wir sind zu allem bereit. Ja. Also ich meine, wenn ich die Gelder habe, kann ich meinen Leuten sagen, wir haben zur Richtung, dies oder das zu machen, um mehr zu machen, mehr Aussagen zu machen.
Ja. Aber solange es nicht geht, kann ich den Leuten auch nicht sagen, lass deinen Kopf, wir arbeiten erstmal mit euch. Ja. Und ich denke auch, dass wenn ich das wirklich bekennen würde, dass es ein leichtes, andere Gelder zu akquirieren, wenn man zu Firmen, zu Unternehmen, zu Versicherungen hingeht und sagt, wenn man nicht das, die hat es geprüft und sagt, das ist gut. Ihr müsst es gar nicht prüfen, ihr könnt es gar nicht prüfen, weil ihr habt überhaupt keine künstlerische Kompetenz. Ja. Müsst ihr auch nicht. Haben wir dann sagen, wir fahren nicht nur von einem Weg zum anderen, sondern wir fahren den grundsätzlichen Und dann kann ich zu den Firmen hingehen und sagen, oh, das ist verdoppeln, dreifachen. Ja. Ich denke, die Möglichkeiten sind da, die Kontakte sind da. Das ist, dann muss ich hinstellen und sagen, die sind super, die wollen wir nicht nur für Projekte, sie werden nicht nur geduldet und toleriert, sondern sie werden echt. Es ist ja immer so bei Sponsoring, du brauchst diese Basissumme und dann kannst du die verfügbaren, wie du richtig gesagt hast. Und das ist immer so. Es ist nicht nur so, es ist auch die Qualität. Ja. Wenn wir Projektförderung bekommen, ist das eine. Aber wenn wir eine institutionelle Förderung, das wir auf Management einstellen, dass ich das nicht machen muss, also den Meter und Notputz und was weiß ich, das ist auch eine ganz andere Wirkung, Außenwirkung. Das ist so, dass wir da halt Musiker, wir sind eine private Klitsche, das ist ein Verein. Du hast auch schon erzählt, dass du Klo separiert hast. Ja. In euren Probenräumen. Das gehört auch dazu. Ja, nein, macht ja sonst keiner, oder? Ich kann es halt dummerweise. Na gut, also dann hoffen wir das Beste. Noch auf 20 weitere Jahre. Ja. Prost. Prost.